Hallo und herzlich willkommen bei Koch mal schnell. Heute zeige ich euch meine feine italienische Bruschetta. Fein deshalb, weil wir sie heute im Nicer Dicer Precision machen werden. Wenn es euch gefällt, gebt mir einen Daumen hoch und abonniert gerne meinen Kanal. Viel Spaß beim Zuschauen. Wir brauchen natürlich ein Ciabatta hier oder ihr könnt auch ein Baguette nehmen, aber Ciabatta eignet sich ein bisschen besser, was wir gleich in dünne Querscheiben schneiden werden. Wir brauchen natürlich Tomaten. Ich nehme gerne die Cocktailtomaten. Die sind etwas aromatischer, wie ich finde, und die lassen sich prima verarbeiten, wie ihr gleich sehen werdet. Wir brauchen eine rote Zwiebel und wir brauchen einen Haufen Knoblauch. Ich persönlich bin Knoblauch-Fan, also heute mal ein bisschen mehr Knoblauch. Das ist natürlich eure Geschmackssache, wie ihr es gerne haben möchtet. Die drei Zutaten gehören klassischerweise nach meiner Meinung in der Bruschetta und natürlich Basilikum. Auch das zeige ich euch gleich einen Trick, wie man den hier mit der Maschine wirklich gut verarbeiten kann. Ja, dazu kommt ein Hauch, ein Schluck, aber wirklich nur Olivenöl und Pfeffer und Salz natürlich obligatorisch. Und dann können wir auch loslegen. Ich mag es nicht, wenn ich so große Zwiebeln habe, und ich beginne auch mit den Zwiebeln jetzt hier. Denn die Zwiebeln sind mir häufig zu dick und zu groß, wenn ich sie beim Italiener bestelle. Und deswegen werden wir jetzt gleich die Zwiebeln sehr klein machen. Und zwar einmal hier mit dem ganz feinen Sieb. Ich nehme nochmal den Aufsatz ab, damit ihr euch das angucken könnt. Das sind wirklich sehr, sehr, sehr kleine Würfel. Und jetzt können wieder alle meckern, die sagen, okay, alles mit der Hand, ich brauche die Maschine nicht. Das möchte ich sehen. Also wer kein Profi ist, hat nach meiner persönlichen Erfahrung, und ich schneide auch schon ein paar Jahre mit der Hand, massive Schwierigkeiten, solche kleinen Würfel zu erzeugen. Da müsst ihr euch schon anstrengen. Das ist mit der Maschine wirklich viel, viel, viel einfacher. Und das zeige ich euch jetzt gleich. Und für die Tomaten nehmen wir dann die größere Stärke hier. Auch das zeige ich euch. Also ich fange mal an mit den Zwiebeln. Zwiebeln habe ich jetzt nur gepellt hier. Und jetzt könnte ich die so reinschmeißen. Ich mache sie ein bisschen kleiner, diese Größe. Also wir schneiden sie noch einmal durch. Und zwar hier längst. So, mehr müssen wir nicht machen. Das heißt, drei kleine Zwiebelstücke. Und jetzt setze ich hier nur meine Klappe oben auf. Jetzt brauche ich nur meine Zwiebel zu nehmen und drücke die ein klein wenig an, vorsichtig, scharf. Klappe hier zu, und jetzt könnt ihr entweder mit einmal schlagen oder mit etwas Kraft einfach runterdrücken und fertig. Das mache ich jetzt auch mit meinen anderen Zwiebelstücken. Zeige ich euch gleich. Ich nehme beide Hände. Ihr könnt es machen, wie ihr wollt. Rechts, links. Was besser funktioniert, aber er braucht nicht viel Kraft, wirklich nicht. Wir können die übereinander legen hier, und ich lege wieder drauf. Und jetzt schauen wir uns das Ergebnis mal an. Und jetzt seht ihr hier, das müsst ihr mit der Hand erstmal schneiden. Das kann der Amateur in der Regel nicht und schon gar nicht in der Gleichmäßigkeit. Also das, finde ich, ist schon eine dolle Leistung. Und dafür, dass ich die Zwiebeln nur gepellt habe und geviertelt habe, nochmal in zwei größere Stücke geschnitten habe, ist das wirklich wenig Arbeit, und das Gerät ist in 2 Sekunden sauber gemacht und abgespült. Ne, ihr seht also auch hier, ich habe jetzt hier einmal gedrückt, ne? Also wirklich mega, mega schnell und super duper gleichmäßig, und ich habe jetzt nachher auf meinem Ciabatta eben keine großen Zwiebelstücke im Mund. Also das ist schon eine tolle Geschichte, das für einen Amateur aus meiner Sicht schwer zu schaffen. Das war der erste Schritt, und jetzt machen wir das Gerät wieder zu, wenn wir mal was anderes machen. Und jetzt habe ich hier noch meine Knoblauchzehen, und auch da mache ich es ganz genauso. Ich möchte die in der gleichen Größe haben, ich möchte sie klein haben, also schneide ich nur hier einmal die Knoblauch, wenn sie mir zu dick sind, nochmal durch, bevor ich die jetzt hacke oder hinterher auch wieder ein Brett dreckig mache, denn pellen muss ich sie sowieso, ob mit oder ohne Gerät, und das war es auch schon, mehr muss ich nicht mehr machen. So, jetzt habe ich meine Knoblauchzehen hier gepellt, und jetzt können wir die natürlich hier auch großzügig auf das Gerät legen und fertig. Und das gleiche mache ich jetzt auch mit den anderen. Die kann ich also jetzt hier dann in Scheiben drauflegen. Fertig. So. Das war's. Und wir gucken wieder rein. Ne? Auch hier ein paar Würfel noch über.
Und auch hier seht ihr Würfel in einer Größe, die man mit der Hand nur schwer hinkriegt. Ihr könnt ihn quetschen jetzt natürlich, wenn ihr eine Knoblauchpresse habt. Dann könnt ihr natürlich mit der Knoblauchpresse hier das Ganze nochmal pressen. Dann habt ihr hinterher Knoblauchmatsche. Das kann man auch machen. Aber kleine Würfel, schöne Konturen noch. Nochmal alles hier mit dem Gerät. Sensationell, finde ich. Ja, was fehlt jetzt noch? Jetzt fehlen uns natürlich noch die Tomaten und es fehlt uns das Basilikum. So, Basilikum habe ich jetzt hier gezupft, was ich brauche. Und das geht mit dem ganz kleinen übrigens nicht, das habe ich probiert schon. Und da habt ihr Schwierigkeiten, da bleibt viel mehr hier oben hängen. Also ich mache es wie folgt. Ich nehme das Basilikum zusammen, wie man sonst zum Schneiden es auch machen würde. Und drücke mir das Basilikum hier zu einem Block. Und fertig. Und ihr seht, es bleibt wirklich wenig hängen. Da ist nicht viel Basilikum oben drin. Und das Basilikum ist jetzt hier unten schön klein. Ne, genau auch in der Größe, wie wir es haben wollen. Könnt natürlich ein bisschen mehr machen, wenn ihr wollt. Aber das ist jetzt hier mal eine Größe. Alles gleichmäßig. Ne? Und ich zeige es euch hier nochmal. Wenig, wenig Verschnitt. Also das ist schon toll. Wenn man größere Mengen verarbeitet, jetzt macht es natürlich noch mehr Sinn. Also machen wir weiter mit den Tomaten. Letzter Schritt. Und damit die Tomate, wenn sie nicht mehr ganz frisch ist, nicht hundertprozentig frisch ist, euch nicht durch die Küche spritzt hier, habe ich meine Tomaten jetzt halbiert und setze die an und drücke drauf. Und ihr seht, das geht wunderbar. Ne? Da spritzt auch nichts hier. Klar könnt ihr jetzt sagen, die Tomate habe ich eh schon halb geschnitten. Dann brauche ich ja nicht weiterzumachen. Ja. Aber so schön gleichmäßig kriegt ihr es mit der Hand, gerade mit sowas Weichem wie Tomate, relativ sicher nicht hin. Und ihr seht hier, das ist jetzt auch eine Masse, die sich wirklich perfekt auch löffeln lässt. Ne? Ihr könnt das jetzt also ganz perfekt gleich auf euer Ciabatta streichen. Da fällt nichts runter, wenn man ins Brot beißt. Das ist eine wirklich super duper Konsistenz. Und dafür finde ich, ist der Nicer Dicer Precision wirklich super duper geeignet. So, jetzt bin ich auch schon fast fertig. Das Einzige, was ich jetzt noch machen muss, gebe jetzt noch einen Schluck Olivenöl in meine Bruschetta-Masse. Nicht viel. Jetzt gebe ich ein bisschen Salz dazu. Und schon etwas mehr Pfeffer. Denn Tomaten vertragen natürlich Pfeffer. Und wer jetzt mag, zu Tomaten, kommt ja normalerweise immer ein bisschen Zucker noch. Ich finde, das ist mit dem Olivenöl nicht notwendig. Der gibt jetzt noch mal einen halben Löffel Zucker dazu. Aber das war es auch schon. So, nun ist das Brot, was ich hier habe, ganz frisch. Im Prinzip muss man nichts mehr machen. Und wie gesagt, ich mag es nicht, wenn die Scheiben so dick sind, so fett sind. Deswegen schneide ich immer lieber etwas dünnere Scheiben. Und wenn das Brot jetzt nicht ganz frisch ist wie dieses hier, dann lohnt es aber trotzdem, das ein wenig anzurösten. Jetzt könnt ihr das in der Pfanne machen, also die aufwendige Variante im Original, aber das geht auch super schnell im Toaster. Ein bisschen antoasten, zeige ich euch gleich. Ich schneide erstmal jetzt hier meine Scheiben und ihr seht, ich mag es etwas dünner, ne, so dass man nicht sich den Gaumen gleich kaputt macht und wirklich noch reinbeißen kann und nichts kaputt geht. Und davon machen wir jetzt mal ein paar Scheiben. Und jetzt gebe ich die nur ganz kurz in den Toaster und dann geht's weiter. So, mein Ciabatta ist jetzt getoastet. Ne? Schön kross. Im Sommer könnt ihr es natürlich auf dem Grill machen. Aber jetzt reicht auch der Toaster, ist wirklich eine schnelle Variante. Und jetzt können wir auch unsere Tomatenmasse auf unser Ciabatta geben. Und ihr seht schon, die ist natürlich jetzt deutlich feiner. Also wenn man die mit der Hand schneidet, und die kann man jetzt auch gut verteilen und dann hat man auch wirklich feine Würfel, die nicht gleich beim ersten Bissen vom Ciabatta fallen. Ja, mein Ciabatta mit dem Nicer Dicer Precision, wirklich lecker, würzig. Schöne kleine Würfel. Ne, ihr seht also hier, nichts fällt runter beim ersten Reinbeißen. Alles ist super gleichmäßig. Sieht schon sehr schön aus, sehr professionell, wie ich finde. Ja, aus meiner Sicht hat geklappt. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch und abonniert gerne meinen Kanal.
Und ansonsten bis demnächst bei Koch mal schnell.